Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem neuen Video von meinem Kanal. Mein Name ist Kilian aka Kilkran. Ich darf euch heute ganz herzlich willkommen heißen zu einem neuen Tipps und Tricks Video. Erstmal durchatmen. Bevor das Video losgeht, möchte ich nochmal ganz fett Danke sagen für das letzte Tipps und Tricks Video. Das hat mich ziemlich gut bei euch angekommen. Ich wusste gar nicht, dass das so viele Leute interessiert, wie man mit gewissen Einstellungen Vorteile im Spiel bekommt. Deswegen mache ich auch heute noch ein Video. Also es tut mir leid, dass heute nicht mit Gameplay kommt oder so weiter oder so fort. Das ergibt gar keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe und so weiter und so fort. Aber ich komme doch eher jeden zweiten Tag Battlefield Videos. Das nächste wird schon wieder mit Gameplay sein. So, heute dreht sich alles um die FPS-Werte. Wie bekommt man mehr FPS-Frames per Second in dem Spiel? Und zwar gibt es zwei Arten von Leuten. Einmal die, die auf Ultra spielen, einmal die, die auf maximale FPS spielen. Ich persönlich habe einen richtig guten PC. Meine PC-Specs sage ich jetzt nicht alle auf, ist auch scheißegal. Wenn euch das interessiert, schreibe ich das gerne in die Kommentare rein. Aber ich persönlich spiele trotz guten PC eher auf niedrigen Grafikeinstellungen und auf Max FPS, weil ich spiele einfach besser. Ich spiele für den Vorteil, nicht fürs Aussehen. Ich möchte die Gegner vergewaltigen. Das ist meine Intention beim Spielen und nicht die Grafik. Deswegen so spiele ich. Dieses Video ist allerdings für beide Leute gedacht, denn es gibt nicht nur Einstellungen im Spiel wie die Grafikeinstellung, sondern auch andere Nvidia-Einstellungen, Discord, Google Chrome, und auf die gehe ich jetzt alle ein und ich hoffe, es kann euch helfen. Bitte lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Und seid nicht so komisch wie die anderen Leute, die viel Dislikes da lassen, aber nicht mal eine Kritik in den Kommentar lassen, was meiner Meinung nach gar keinen Sinn angibt. Aber wenn ihr Kritik habt oder euch das nicht gefällt, dürft ihr natürlich auch gerne Dislike lassen. Ansonsten fangen wir gleich mal an. Ich will gar nicht so lange um den heißen Brei herumlabern. Apropos heißer Brei, ich habe echt Hunger. Nevermind, fangen wir an mit den Tipps. Alle Einstellungen fallen auf dem Desktop an. Ihr drückt rechtsklick auf dem Desktop und dann auf Nvidia Systemsteuerung. Dann öffnet sich ein neues Fenster, wo ihr dann den nächsten Step einleitet und zwar 3D-Einstellungen verwenden. Verwalten. Dort klickt ihr dann drauf und drückt auf Programmeinstellungen, wo ihr dann wiederum die Battlefield 5 Exe auswählen müsst. Bei den meisten ist das so voreingestellt schon. Bei den Spielen müsst ihr das Programm einfach nur auswählen, also Battlefield 5 suchen, bei den anderen nicht. Dann müsst ihr rechts daneben auf hinzufügen klicken und die Battlefield 5 Exe halt in dem Ordner auswählen, wo ihr Battlefield 5 installiert habt. Danach seht ihr da unten verschiedene Einstellungen, die ihr alle ändern könnt. Das erste, was ihr ändern solltet, ist auf jeden Fall die bevorzugte Aktualisierungsrate. Diese stellt ihr nämlich auf höchste verfügbar. Dann geht ihr weiter runter. Ich glaube, das drittnächste ist der Energieverwaltungsmodus. Da macht ihr auf maximale Leistung bevorzugen. Das spricht, dass ihr dass der PC halt die maximale Leistung rausholt aus dem Spiel und dementsprechend auch eventuell, wenn ihr nicht so einen guten PC habt, ein bisschen lauter werden kann. Ist aber hundertprozentig eigentlich nicht der Fall. Dann scrollt ihr weiter runter zum Texturfilterung. Das macht ihr auf jeden Fall auf ein. Geht ein bisschen weiter runter. Texturfilterung, Qualität macht ihr auch auf Leistung. Und Texturfilterung, trilineare Optimierung macht ihr auch gleich auf ein. Dann geht es wieder ganz nach unten. Da haben wir einmal die vertikale Synchronisierung. Also V-Sync oder Resync, wie sich das auch nennt. Das macht man generell immer aus. Auch im Spiel nachher. Und vorgerenderte Virtual Reality Einzelbilder. Ich glaube, die Aussprache ergibt gar keinen Sinn. Auf jeden Fall die vorgerenderte Virtual Reality Einzelbilder macht ihr auf jeden Fall auf 1. So, das war's zu den Nvidia 3D-Einstellungen. Jetzt drückt ihr auf Übernehmen und das dauert so, keine Ahnung, 5 bis 10 Sekunden. Dann habt ihr das auf jeden Fall schon gespeichert. Danach, für die Leute, die Discord benutzen, öffnet ihr Discord und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, okay, was hat das denn damit zu tun? Aber macht es wirklich. Das sind Sachen, die haben mir wirklich geholfen. Öffnet ihr Discord, geht auf die Einstellungen, auf Overlay und dann Overlay aktivieren, Ingame Overlay aktivieren. Da ist so ein kleiner Schalter. Die macht ihr auf jeden Fall auf aus, wenn ihr den auf an habt, weil ihr braucht das eh nicht beim Zocken. Und das sind Sachen, die können FPS ziehen, je nachdem, was für eine Hardware ihr habt oder beziehungsweise was für Specs ihr habt. Ich kenne mich da jetzt noch nicht so richtig aus, warum die Auswirkungen haben, aber sie haben auf jeden Fall Auswirkungen. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr gleich in Google Chrome. Und auch wenn ihr jetzt denkt, ich benutze Google Chrome gar nicht, geht trotzdem in Google Chrome rein, wenn ihr es installiert habt, weil Google Chrome hat eine richtig eklige Einstellung. Und zwar geht ihr da, das ist nämlich ein bisschen tricky, und zwar geht ihr da auf Einstellungen und dann scrollt ihr runter bis auf Erweitert, das ist ganz unten. Und dann müsst ihr Folgendes finden. Und zwar unter System ist ja, was es nennt sich, Apps im Hintergrund ausführen, wenn Google Chrome geschlossen ist, macht ihr auf jeden Fall auf aus. Und das darunter Hardwarebeschleunigung verwenden, falls verfügbar, könnt ihr auch gleich auf ausstellen. Weil das sind Sachen, die ziehen auch wieder was, obwohl ihr Google Chrome gar nicht mal benutzt oder geöffnet habt, ist richtig behindert. Danach geht's in Windows. Ihr drückt bei Windows Prozent Local App Data Prozent wie im Video. Ihr müsst pausieren, wenn das ein bisschen zu schnell ist. Aber ich versuche das Video so kurz und knackig wie möglich zu halten. Dann gebt Prozent Local App Data Prozent ein, geht dann in den Ordner Temp und könnt dann Steuerung A drücken und dann alles löschen. Dann kommt eine Meldung, dass nicht alles gelöscht werden kann und dann drückt ihr einfach Überspringen bei denen, wo es nicht geht und dann habt ihr den Ordner sozusagen gelöscht. Somit wird die Performance meistens auch verbessert. So, das war auch eigentlich erstmal alles zu einem PC. Jetzt geht's nämlich in Battlefield. In Battlefield geht ihr ganz gewohnt auf die Grafikeinstellung, auf die Standard. Macht das auf Vollbild. Im Vollbild-Fenstermodus zieht das immer, also könnt ihr damit rechnen, dass er 10% FPS verliert. Also immer Vollbild machen. Genau, Vollbild-Auflösung, euer Monitor mit der Herzrate. Ich dachte, ich hätte einen 144-Hertz-Monitor. Habe ich aber gar nicht. Was ein Scheiß. Genau, und ansonsten macht ihr da gar nicht viel mehr. Jetzt geht ihr auf die erweiterten Grafikeinstellungen ganz oben. DirectStory 12 heißt das, glaube ich. Könnt ihr auf ausstellen. Also soll eigentlich FPS Performance steigern. Und ich weiß nicht, ob es bei mir macht oder nicht. Das ist eigentlich gar kein Unterschied. Aber im Großteil soll es im Battlefield nicht gut laufen, habe ich gelesen. Deswegen macht das einfach auf aus. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. High Dynamic Range macht ihr auch auf aus. Frameratenbegrenzung würde der eine jetzt sagen, auf die, was euer Monitor ist. Ich persönlich mache es auf 200, weil ich merke trotzdem einen Unterschied, wenn ich 200 habe, anstatt 60 oder 144. Also wie gesagt, macht Frameratenbegrenzung einfach auf 200, so wie ich. Mehr braucht ihr nicht. Weniger, also 200 ist halt geil. So. Genau. Future Frame Rendering, das ist etwas, das kann euch wirklich helfen. Macht es unbedingt auf ein und vertikale Synchronisation, wie gesagt, unbedingt auf ausstellen. Wenn wir dann weiter runter scrollen zu den
Grafikeinstellung generell. Jetzt geht es natürlich darum, für die Leute, die wie ich auf maximale FPS spielen, müsst ihr eigentlich nur die Texturenqualität und Texturfilterung auf Mittel machen. Ihr könnt sie auch auf Hoch machen, aber auf Mittel sieht das eigentlich schon, also man sieht auf jeden Fall gar keinen Unterschied in einem Video, ob das auf Mittel oder auf Hoch ist. Texturenqualität ist halt ziemlich wichtig und die Filterung, genauso wie die Gitterqualität. Die drei habe ich auf Mittel gestellt, den Rest alles auf Niedrig oder Aus. Somit habt ihr die maximale Performance in dem Spiel. Wie gesagt, könnt ihr alles selbst einstellen, aber das ist halt meine Meinung. Man sieht im Video keinen Unterschied zwischen Ultra oder Mittel. Es sei denn, ich würde jetzt ein 4K aufnehmen, was weiß ich, macht aber keine Sau. Und wenn ihr auf volle FPS gehen wollt, könnt ihr die Einstellungen einfach kopieren. Habe ich nämlich genauso getan. So, und somit waren das die ganzen Einstellungen. Ich weiß, das Video ist schon ein bisschen länger, als ich wollte, aber ich hoffe, das hat euch geholfen. Schreibt das unbedingt mal in die Kommentare. Ich bin übrigens kein Profi oder so. Ich habe mir nur gewisse ich habe mich damit ziemlich auseinandergesetzt, weil ich mehr FPS haben wollte. Habe mir Sachen durchgelesen, habe jetzt alles in einem Video gemacht, was mir geholfen hat, damit ihr nicht so unnötig suchen müsst. Deswegen hoffe ich, das hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, ist kostenlos. Wer hätte das gedacht? Bringt jeden zweiten Tag neues, aktuelles Battlefield-Video zu allen möglichen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, falls ihr das heute guckt. Bleibt fresh und sachliche Videos sind echt nicht mein Ding. Ich laber eigentlich echt viel Scheiße, deswegen hoffe ich, das ging heute klar. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Kuss auf die Nuss. Auch sehr seid ein Mädchen. Dann Kuss auf die Muschel. Ergibt das einen Sinn? Ich weiß es nicht. Anybody here can get it. Treat the game like a scrimmage now. Mess up with the flow. I swear they got no limits now. I've been ballin' for a minute. Whole team full of winners. Anybody here can get it. Get tuned into the relish now. Anybody here